Jo, hallo, zurück zu Watch Dogs. Also, ich bin hier wieder im Bunker, hab natürlich das coolste Auto der Welt natürlich mal wieder und will hier in, ja, in den Bunker rein, da klopft's. So. Da klopft einer an, okay. Schauen wir uns mal an, wer da anklopft. Gespannt, was Irex Dart mir zu bringen. Auf geht's. Okay, legen wir los. Hey, siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und deinen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Na, Teufel! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Okay, es muss ja jemand sein, den wir eigentlich noch gar nicht kennen, ne? Die reinste Malware-Flut. Da geht's. Dahin weiter. Komm. Wer soll das sein, ey? Ich kann ihn nicht blocken. Okay. Das kann man noch nicht. Okay. Wer soll das sein, ey? Er deaktiviert unser Schutzprogramm. Ah, Bullshit. Ach komm, da oben noch. Da noch. Ich dachte, wir wären sicher. Waren wir? Ach, kommt, Leute. Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Default-Handschrift aus. Schäbige Hacker lässt sich anheuern. Er ist gut. Was hast du getan? Wie ist der reingekommen? Was? Gibst du mir etwa die Schuld? Das stimmt auch, das stimmt noch nicht. Da, aha, wer ist, ein Mäuschen. Ist der Default. Der Drecks. Ach, Default, okay, Kuckuck. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Play me, oh oh. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von dem gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen! Ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich.
Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Mist. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup-Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht. Oh shit, ey. Das Default uns mal schön in den Hintern gekniffen. Keine Ahnung, ob das jemals was bringt. Was werden Spieler auch spielen, dieser Liefer. Er bringt Nicky in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Wo bist du? Vor einer Minute machst du Versprechung, dann nichts. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sage ich den Ort. Na gut. Sind wir schon da? Okay. Ein bisschen warten können. So, mit Mülllaster habe ich jetzt keinen Bock zu fahren. Haben wir was Cooles hier stehen? Ach komm, hier steht doch sonst immer ein Autochen rum. Okay, dann muss ich Schnellreise machen. Wo muss ich hin? Da oben irgendwo. Jo. Ein Auto, jo, haben wir. Und auch noch nicht mal ein schlechtes. Sehr schön. So, wo müssen wir hin? Darüber. Okay, so lang. Gespannt, was der vorhat. Müssen wir hin? Da oben rauf. Ich will dich sehen, okay. Für jeden Tag. Bitte helfen Sie der Umwelt. Ich hab die Daten. Und Damien wird das sofort machen. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blum, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Nicky. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Blum. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nickys Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingt, Aiden. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Nicky, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Blum wird dich einfach gehen lassen?
Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Nikki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Wir brauchen einander. Aiden? Und, geht's dir gut? Ich hab Angst. Sag das Jackson in Sicherheit ist. Ja, ist okay. Hör mal, Nikki, ich... Nein, aber bitte lass nicht zu, dass... Ehrlich, Aiden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot. Auto oder Online? Eine Eilmeldung. Auf, bekannt als der Rächer oder Fuchs, in diesem Moment in Downtown Chicago auf. Die Polizei bittet die Bürger, ruhig zu bleiben. Okay, gehen Sie den Mann auf den Weg. Er gilt als bewaffnet und ordentlich gefährdet. Wir erhalten viele Handybilder von... Verdammt, Damien hackt diese Tafel von uns. Die Polizei hat Downtown Chicago abgesperrt. Für was ist das? Den muss ich ausschalten. Rosa. Wo denn? WKZ ist ein Fernsehsender, oder was? Wo sind sie denn? Shit. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin hier irgendwo reingefahren. Wo ist er denn da? Okay. Aiden, zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt nichts zu verraten. Weder falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst, ich habe zugesehen und gelernt. Willst du sehen, was ich kann? Das kommt davon, wenn man den Deal mit dem Teufel macht. Schnell mal hinterher. Ach, mach doch mal Platz. Sorry, tut mir leid, aber... Ich würde dir gerne irgendwie wegsprengen, wir gerne nicht kaputt machen. Das wäre nicht gut für deine Schwester, oder? Upsi. Hier Leitstelle. Das CTOS hat verdächtig lokalisiert. Übermittle Koordinaten. Versuche zu drehen. Ich hasse mich! Ich fall ihm in die Seite, Achtung! Halten Sie das Fahrzeug an! Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist denn der Scheiß? Oh, ich muss die anderen noch kriegen. Ah, okay. Ja, schalte ich aus! Scheiße, schick mehr Leute! Nein, sofort! Ich hab ihn! Rückwärtsgang. Entkomme den Cops. Ja, das könnte ich schaffen, wenn ich ein Auto hätte. Komm rein da. An alle. Dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Oh nein, ein SUV. Wir brauchen hier einen CTOS-Zugang. Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren. Drehen um, vielleicht läuft er uns über den Weg. Nee. Ein SUV ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wieso? Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. LS 4821 Adam, wir kommen jetzt wieder zurück. Over. Ja.
Okay, so. Jetzt ist aber die große Frage, was mache ich denn jetzt? Weil ich müsste ja eigentlich jetzt mal gucken, dass ich diesen Default irgendwie kriege. Ohne Feuerwehr. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast, irgendwie krieg ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bunker. Och Mann, ich möchte einmal mit der Feuerwehr fahren. Was ist denn los? Wie ging das? Man kann das irgendwie hacken, ne? Och Mann. Ja, Moment mal, da muss ich mal gucken, wie geht das dann? Okay, CTOS, Blockgedöns, hallo. Was ist da? Kaboom. Ach, Mist. Da muss ich ein anderes Auto kriegen. Upsi. Kommt. Auf. Oh, nicht kaputt, mein Geld. Schon wieder verdattelt mit zum Bunker, ne? Ich dachte ja, zum Bunker. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast, irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Die Fortsliebe ist best. Aha. Holen wir zurück, was er uns geklaut hat. Okay, wo muss ich hin? Hier hin, okay. Das Rattennest, okay. Da gehe ich ja mal hin. Mhm. Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte dann nichts mehr für Damien. Okay, also es muss klappen. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist so eine Webcam. Bin da ein Zugang? Und sieh dir an, was ich gefunden habe. Zugangspunkt. Also hier nochmal. Hier schön crazy Profile. Da ist eine Kamera. Was wollen wir machen? Hier draußen irgendwo noch oder was? Ja komm, das ist die Kamera da oben, oder? Um den Zugangspunkt zu lokalisieren, noch eine Kamera. Also nochmal Profiler nehmen.
Zugangs... Achso, Moment mal hier. Was hat da gerade geflimmert? Das ist in der Mitte quasi. Dann ist das die Kreuzung. Nee, wo ist denn das? Ich verstehe nicht so richtig, was gemacht werden muss. Ich springe mal hier ein bisschen, bringt nichts. Nee, so richtig verstehen tue ich es nicht. Nee, die brauche ich nicht hacken. Ist irgendwie ein Höhe oder was? Ich raff's nicht. Hier draußen. Aha. Okay. Das haben wir. Okay. Oh, Mäuschen. Da ist er. Komm. Ach. Tibor, und pack schon ein. Die sind sauer. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Okay. Knuff. Er haut ab. Yes. Sehr gut. Der Kerl hat Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das her? Erreichen. Oh Mann, ich bräuchte noch 10 Minuten. Okay, was, worum geht's denn? Was hast du gefunden? Auf deinem Computer. Puh. Was ist denn hier los? Okay, ich hab's nicht gerafft. Okay, also raufgehen, hacken. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Moment mal, was war das? Ich hab was auf seinem Computer gefunden, neben diesem fucky Prototyp-Scheiß. Okay, ich brauch mal ein vernünftiges Gewehr. Ne, nicht das. Oh Mann, ich bräuch noch 10 Minuten ich da auch mal rum. Puh, wo sind die denn? Die Vögelchen. Also. Okay, ich mach das.
Da hinten. Okay, Number One. Und wo ist Number Two? Ah, da. Nimm den Wagen und verschleunigst da. Ich rufe an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Okay, tschüss, Kiss. Na, ich hau auch ab. Wenn ich denn kann und darf. Und wo will ich denn hin? Ich will unten runter, okay. Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CDOS rumgefummelt hat. Oh, wie geil. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist sein Ziel Nummer 1. Kann ich das nicht klauen? Oh, ich würde das gern klauen, Mist. Oh. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Ja, könnte ich ein Auto bekommen? Ja, da steht ein Kühles. Darf ich mal ein Auto bekommen? Nicht das verschissene Auto. Da wollte ich rein. Ramm ihn von der Straße! So, wie komme ich denn hier mal weg? Das sind ja jede Menge. Jede Menge Fixer hinter mir her. Also die fahren cooler als ich. Gegen ein cooleres Auto, würde ich mal sagen. Okay, ich brauche einen anderen Wagen, der geht ja gar nicht. Wobei mir der echt cool gefällt, weil der so spitzig ist. Das her. Da steht ein cooles. Komm. Knall in ihn rein. Und auf geht's. Nichts, knall in ihn rein. Schön wegfahren. Da haben sie mich aber mal ordentlich geärgert. Wir werden ihn rammen! Ach, so ein Quatsch. Boom. Mach mal Platz. Schubst ihn von der Straße! Los! So, wie viel haben wir noch? Jetzt müssen wir mal gucken. Eben 2, 3. Die werde ich auch nicht los. Fahr in den Reihen, los! Komm hin!
Puh. Mann, Mann, Mann. So, wie komme ich jetzt hier weg? Töte alle oder hau ab. Also ich bin jetzt weit genug gefahren. Ich habe ihn verloren. Ja, das ist gut. Ich brauche sowieso ein neues Auto. Oh. Da kann man noch so vorsichtig sein. Oh, da kommt schon wieder ein Mist. Mist. Okay, wir sind abgehauen, sehr gut. Puh, das war aber jede Menge Arbeit. So, und jetzt? Wir müssen zurück zum Bunker jetzt, oder? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Und mehr hast du nicht? Nur ein 6 Gig USB-Stick voller Lesben-Pornos. Willst du den auch? Behalt den. Okay, aber das schauen wir uns alles in der nächsten Session an, okay? Also, bis denn. Ciao.